willkommen zurück im Studio. Es ist April, auch schon irgendwie mitten im April. Ich glaube, es ist der 16., oder? Ja, ich glaube, es ist der 16. Ich habe echt momentan eher weniger gemalt in letzter Zeit, weil ich viel auf Reisen war. Es waren Feiertage. Your Girl hat, glaube ich, einmal hier was gemalt. Und heute, das ist der letzte Schritt, fehlt noch die Typography von der Louis Vuitton Bag. Und dann, und deswegen bin ich eigentlich hier, habt ihr eben auch schon diese Skulpturen gesehen im Intro, fotografiere ich für eine Brand einen coolen Insta-Post, einen Artsy-Post. Und die Ästhetik soll halt eben so ein bisschen in die Galerie, Museum, Skulpturhalle gehen. Und das versuche ich hier eben in meinem Atelier nachzustellen. Das heißt, weil heute es echt grau draußen ist, werde ich, solange ich Tageslicht habe, das noch machen. Und danach geht's an die Malerei. So cool, wenn eine Vision einfach so klappt und es funktioniert, was man sich überlegt hat. Das Kleid, was ich anhabe, ist Helmut Lang. Habe ich secondhand gekauft in London, ich glaube im Oktober, als ich da war, um im Museum zu schlafen. Und es hat eben dieses Draping hier vorne. Es ist ein bisschen short, aber ja, I'll make it work. Die fertigen Fotos seht ihr dann in meinem Instagram. Ich kann euch hier auch ein paar einblenden. So die ersten Ergebnisse. Und genau, jetzt werde ich ein bisschen fotografieren mit der Kamera, deswegen kann ich jetzt nicht so viel mitfilmen. Ich glaube, ich bin fertig. Ich lasse es nochmal stehen, so ein, zwei Tage und komme dann wieder und überlege mir, ob ich noch irgendetwas hinzufügen oder ändern will. Aber ich glaube, es ist Zeit, dieses Werk endlich mal abzuschließen. Ich bin heute im Studio, weil ich ein Type Artwork von mir überarbeiten werde. Und zwar das, wo Home is where the art is draufsteht. Ich werde nebenbei einfach so ein bisschen Musik hören. Das mache ich halt meistens, wenn ich irgendwie arbeite, ist ja so entspannende Musik zu hören. Und das ist echt immer auch was, was, finde ich, einen länger bei der Arbeit hält, wenn man irgendwie eine gute Atmosphäre geschaffen hat. Mich haben auch schon einige gefragt, ob ich immer in Stille arbeite. Und dem ist nicht so. Ich habe heute von Sonos Era 300 ausgepackt und zwar ist das ein revolutionärer Speaker mit 3D-Audio und Dolby Atmos. Ich finde das Design davon auch einfach so unglaublich schön, clean, passt einfach auch von der Ästhetik sehr gut hier in mein Atelier. Ich habe den Speaker einfach in die Steckdose gesteckt, die App runtergeladen, mein Handy damit verbunden und jetzt kann ich da über Airplay etc. einfach über mein Smartphone die Musik abspielen.
ein richtig cooles Feature ist auch Trueplay. Damit passt sich der Speaker dem Raum an. Mein Atelier ist ja ein sehr großer Raum, von daher hier auf jeden Fall richtig gut für einen guten Surround Sound. Und so kann ich auch komplett in die Musik eintauchen beim Arbeiten. Ich arbeite heute an Home is where the Art is. Und zwar ist das ein Type Artwork, was ich bei meiner ersten Kunstausstellung angefangen habe zu malen. Und ich habe seitdem nicht mehr daran weitergearbeitet, was aber auch einfach den Grund hat, dass ich so ein bisschen unzufrieden war mit dem pinken Farbton, also mit diesem Neonpink. Ich habe da, glaube ich, jetzt aktuell 4 Schichten Farbe drauf und es ist aber immer noch nicht deckend. Und deswegen werde ich es einfach jetzt übermalen mit einem anderen Braunton, der so ein bisschen angelehnt ist an Eat More Art, was auch über meinem Esstisch hängt. Das kennen und lieben wir alle. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, den Schriftzug zu übermalen in einem Braunton, in so einem ja auch fast schon monochromen Look zum Hintergrund. Also auch so ein creme-beige-taubfarbener Ton, aber so ein bisschen dunkler als der Hintergrund oder die Fläche, auf der die Schrift liegt. Okay, ich fühle diesen Farbton viel mehr. Mir ist die Farbe dann doch viel zu sehr nachgedunkelt, wie man hier bei dem Haar ganz gut sieht. Das habe ich noch mal was Neues angemischt und jetzt finde ich das Ganze deutlich besser. Also auch die Farbe dunkelt jetzt ordentlich nach, aber das habe ich halt eingeplant. Das Überarbeiten hat hier wirklich länger gedauert, als ich gedacht habe. Vor allem eben, bis ich mit dem dunkleren Grauton zufrieden war. Ich hatte tatsächlich noch, weil ich eben nie so richtig zufrieden mit diesem Bild war, Farbe von dem Hintergrund, weil das habe ich auch custom angemischt, hatte ich noch übrig und deswegen konnte ich jetzt auch noch so ein paar Lücken aus dem Hintergrund füllen, also wo die Farbe nicht ganz deckend war. Ich glaube, jetzt habe ich irgendwie bei der Schrift locker 6 bis 7 Schichten Farbe und Hintergrund hat jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Schichten Farbe. Was ich an diesen Type-Sachen eben auch so gerne habe, ist einfach, dass die Farbe, obwohl es halt eben so reduziert ist, einfach eine schöne Wirkung hat, egal von welcher Blickrichtung man drauf schaut. Die Schrift hat so ein bisschen was an einem glänzenden Lack mit drin und der Hintergrund ist matt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mit Gegenlicht drauf schaue, dann wirkt es anders, als wenn es direkte Sonneneinstrahlung hat, so wie jetzt gerade im Tageslicht. Und das mag ich halt persönlich einfach super gerne an meinen Type-Sachen. Ich habe aktuell ja auch noch das Blau-Grün in Arbeit. Damit bin ich auch noch nicht so ganz zufrieden. Das wird dann meine nächste Aufgabe, das Problem zu lösen. Aber so weit, so gut. Ich bin froh, dass ich das jetzt endlich geschafft habe und hinter mir habe und endlich zufrieden mit dem Ergebnis bin. Das macht gerade sehr viel mit mir. Heute mal im Homeoffice. Ich bin immer noch an der Website. Da hatte ich ja schon erklärt, dass ich da, also im letzten Blog, dass ich da aktuell mit meiner ganz tollen Webdesignerin Melina, ich kann euch ihre Kontakte gerne in der Infobox verlinken, an einer Website arbeite, um mich und meine Kunst zu präsentieren. Wir sind jetzt eigentlich fertig mit der Home, also zumindest mit dem Setup, mit der Homepage. Und ich bin auch schon richtig, richtig happy, wie das Ganze aussieht und jetzt gerade bin ich dabei, noch die ganzen anderen Seiten zu prüfen und einfach Feedback dazu zu schreiben. Und zwar wird man dann eben auch über diese Website
Kunstaufträge bestellen können. Das Ganze ist halt jetzt irgendwie nicht Merchandise, also es ist halt wirklich Kunst auf Auftrag und Malerei auf Auftrag innerhalb der Serien, die ich schon geschaffen habe, wie zum Beispiel die Typography-Serie. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne ein Typography-Artwork kaufen, dann kann man sich eben über diese Website bei mir melden und sagen, ich hätte gerne irgendwas. Also dann gibt es eine Auswahl an Sprüche und dann kann man sich den Spruch aussuchen und ein Farbschema und dann wird das eben custom gemalt für diese Person und damit es eben auch farblich perfekt in das Interior Design passt. Genau, und das ist gerade eben hier in Arbeit und ich bin mal sehr gespannt, wie lange es noch dauert, bis ich komplett fertig bin mit der Website. Weil gerade habe ich echt super viel zu tun mit Content und mit Videos, die ich drehe. Ich war gestern wieder im Atelier, habe eben YouTube-Video gedreht, deswegen habt ihr nicht so viel davon mitbekommen. Dann bin ich hoffentlich entweder Ende dieser Woche, es ist jetzt ja auch schon irgendwie fast wieder Ende April, nochmal im Atelier, um dort zu malen und eventuell auch noch ein neues Kunstwerk zu starten. Ich habe gerade mein Atelier aufgeräumt. Das letzte Mal, dass ich hier war, habe ich ein YouTube-Video gefilmt. Und ich habe das, glaube ich, bis 19 Uhr oder 20 Uhr oder so gedreht. Und ich war so müde und hungrig, dass ich einfach alles habe stehen lassen und bin nach Hause gefahren. Und deswegen habe ich gerade noch mal eine kleine nachträgliche Aufräumaktion gehabt. Ich finde, immer wenn ich mein Atelier aufräume, das ist irgendwie schon so eine Tradition, bevor ich das nächste Werk starte, räume ich erstmal auf. Weil dann hat man so ein blank canvas im Kopf. Versteht ihr, was ich meine? Ist es bei euch auch so, wenn ihr kreativ arbeitet oder malt, dass ihr mal erst alles so wegwischen müsst und dann könnt ihr neu anfangen? Eventuell werde ich nochmal das Work of Art in Blau überarbeiten später. Aber ich will schon ganz, ganz, ganz lange ein Eat More Art 2.0 auf eben der großen Version, also auf 100x140 malen mit Braun und Blau. Ich stelle mir die Farbkombi extrem aesthetic vor. Also werde ich wahrscheinlich erstmal skizzieren und dann gucke ich mal, wie weit ich heute damit komme. Ich bin gerade extrem überrascht, wie gut die Farbe einfach deckt. Ich weiß nicht, ob ihr das in dem, ich glaube, letzten Art-Vlog gesehen habt, aber ich habe ja bei dem großen Work of Art Type Artwork echt Probleme gehabt mit der Qualität der Farbe. Und ich glaube, ich habe jetzt endlich eine Brand und eine Ausführung. Es ist natürlich auch die teuerste gefühlt, die es gibt, aber ist ja auch ein Unterschied zeitlich einfach. Das ist einfach fast mit der ersten Schicht komplett deckend. Also eine zweite braucht das auf jeden Fall. Aber so mehr als zwei Schichten Farbe sehe ich damit eigentlich nicht. Not sponsored. Wirklich, also ich bin gerade echt überrascht. Diese hier. Ich habe leider für den Braunton, für den Hintergrund, wieder die Marke, die mir bei dem großen Type Artwork echt Schwierigkeiten gemacht hat. Also ich glaube, ich habe davon vier Schichten Farbe oder so aufgetragen und das war nicht ganz deckend, leider. Ich werde mit dem Braun später weitermalen, lasse es erstmal trocknen. In der Zwischenzeit machen wir nochmal den letzten Feinschliff über Work of Art, damit das wirklich langsam mal durch ist und ich wirklich mich auf das Nächste konzentrieren kann.
Es ist genau das, was ich wollte. Es ist genau der Farbton, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Es ist auch schon der dritte Blauton, den ich probiere. Und ich glaube, ich habe ihn endlich gefunden. Es passt vom Unterton viel besser. Es ist nicht zu lila, es ist nicht zu dunkel. Es ist ein bisschen grünstichiger, ein bisschen heller. Ja, ich bin sehr excited, wenn es darum geht, richtige Farbtöne ausgewählt zu haben, wie man merkt. Ich tausche jetzt wieder und dann geht's weiter mit dem Braunton. Und das kann was werden. Vermutet, macht es einfach überhaupt keinen Spaß, mit diesem Braunton zu arbeiten. Also es ist einfach so, so schlecht deckend. Die Farbe ist viel zu dickflüssig, um damit irgendwie richtig schwer damit zu arbeiten. Ich habe aber trotzdem mal ungefähr so eine Schicht aufgetragen, damit ich einfach einen Vergleichsfarbwert habe und dann nächstes Mal abstimmen kann, ob ich entweder irgendwie dunkler oder vielleicht doch lieber kühler arbeiten möchte. Ich glaube, letzteres, ein bisschen kühler hätte ich es schon gern. Aber ich glaube, ich lasse es für heute. Ich glaube, ich gehe nochmal zum Kunstbedarf und hole den Farbton in einer besseren Qualität. Aber ja, soweit, so gut. Und dann sehen wir uns, wenn ich das nächste Mal hier bin. Wann das ist, weiß ich noch nicht genau.